Wir zeigen dir heute, wie du deine persönliche Lieblingstasse noch schöner machen kannst. Dafür brauchen wir einen Porzellanstift, einen ganz spitzen Bleistift, eine Schere, etwas Klebeband, deine Lieblingstasse natürlich, in meinem Fall ist es jetzt eine große IKEA-Tasse. Dann brauchst du auch etwas Kohlepapier und eine schöne Vorlage. Wir mögen es einfach total gerne, wenn wir um uns herum schöne positive Botschaften haben, die uns den Tag versüßen. Deshalb haben wir uns gedacht, dass heute wird schön eine schöne Message ist für diese Tasse. Um dieses Motiv auf die Tasse zu übertragen, brauchen wir auf jeden Fall Graphitkopierpapier. Das ist einfach ein ganz dünner Bogen, der auf einer Seite mit Graphit beschichtet ist. Somit könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr genug Druck ausübt, das Motiv auf die Tasse übertragen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das geht. Im ersten Step braucht ihr eine Vorlage, die ihr im Vorhinein mit eurem Drucker einfach zu Hause auf einem normalen A4-Bogen ausgedruckt habt. Die Vorlage müssen wir uns natürlich so zurechtschneiden, dass sie perfekt auf die Tasse passt. Wenn du dir die Vorlage zurechtgeschnitten hast, dann sieht es ja ungefähr so aus. Jetzt brauchst du sie einfach nur auf das Kohlepapier zu legen und kannst sie dann auch schon direkt befestigen. Das Überbleibsel schneidest du jetzt einfach weg. Wenn du das so positioniert hast, dann kann es jetzt schon an die Tasse gehen. Dafür nimmst du dir einfach deine Lieblingstasse und positionierst das Ganze schon so, wie du es nachher haben möchtest. Die Vorlage kannst du jetzt einfach an einer Ecke oben an der Tasse befestigen. Jetzt werden wir das Motiv auch schon auf die Tasse übertragen. Dafür brauchst du jetzt den ganz spitzen Bleistift. Dafür musst du mit dem Bleistift einfach die Linien nachziehen. Ganz sorgfältig und am besten mit viel Druck. Jetzt ist schon die ganze Vorlage auf die Tasse übertragen. Es kann jetzt weitergehen mit dem Porzellanmarker. Mit dem Marker werde ich jetzt ganz vorsichtig, Schritt für Schritt, die ganze Vorlage einmal nachzeichnen. Wenn es einmal getrocknet ist, kannst du ganz einfach entweder mit einem Tuch oder einfach mit der Hand die Graphitspuren, die noch zu sehen sind, entfernen. So sieht die Tasse am Ende aus, wenn wir alle Spuren bereinigt haben. Und fertig sind unsere Tassen. Das ist ja das Motiv, was ich euch gerade gezeigt habe. Und dann haben wir noch ein paar schöne weitere Motive gemacht, wie zum Beispiel das hier oder dieser wunderschöne Kaktus von Sue oder auch die schöne Blumenwiese. Wie du siehst, kannst du einfach mit beliebigen Vorlagen deine Lieblingstassen gestalten, ganz wie du sie magst. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und freuen uns, wenn dir dieses kleine Tutorial gefallen hat.